der Hunger des iranischen Volkes nach Freiheit, nach einer Zukunft hat mich immer bewegt. Und all die Desinformationen, die Versuche, die Solidarität in Deutschland und in Europa und in der Welt mit dem iranischen Volk zu bewirken, fand immer wieder durch die Desinformation und durch die Arbeit des iranischen Geheimdienstes seine Schwierigkeiten und seine Widerstände. Und auf alle Fragen, die wir immer gestellt haben, ja, dann kommt doch und seht und lasst euch überzeugen. Lassen wir uns doch mal die Fakten bewerten, erfolgte keine Antwort. Die alten Vorurteile gegen die Volksmujahideen, die in dem Befreiungskampf natürlich auch mit Gewalt gekämpft haben. Der Schah, der ließ sich nicht mit guten Bitten vertreiben. Die dann aber durch die Mullahs von der Regierung ferngehalten wurden und natürlich in einem erbitterten Kampf, und wir haben das, die Massaker gehört. Warum hat das iranische Volk nach einer langen und imponierenden Geschichte diesen Wunsch nach Freiheit sich bewahren können? Weil es immer wieder mutige Menschen gab im Iran, die dieses Bild und diese Vision von einer freien und demokratischen Zukunft aufrechterhalten haben. Und das waren auch die Exil-Iraner und das waren Volksmujahideen. Und Sie können mir das glauben, ich stehe heute wieder wie im Zeugenstand. Ich habe diese ganzen Vorwürfe alle geprüft. Ich habe sie sehr kritisch geprüft. Ich war mehrere Male im Camp und habe mit den Leuten dort gesprochen. Und all die Vorwürfe, die immer wieder unterschwellig verbreitet wurden, haben sich für mich nicht herausgestellt. Und ich bin nicht so blauäugig, dass ich mich dann so leicht überzeugen lasse von irgendwelchen Reden, sondern ich habe kritisch nachgefragt. Und dass eine Gruppe von Menschen, die diese Massaker ausgehalten hat, die so viele Angehörige verloren hat, in ihrem Kern sich einer besonderen Lebensform und einer besonderen Aufgabe widmet, das kann ich gut nachvollziehen, nach all dem, was ich da weiß. Und dass die tausenden Exil-Iraner in aller Welt, die Volksmujahideen unterstützen, zu einer Sekte gehören sollen, das finde ich einfach absurd. Finde ich einfach absurd. Und meine Damen und Herren, glauben Sie mir, ein Widerstand, der nicht organisiert wird, der verpufft. Und die Menschen, die zerstreut und ohne Führung, ohne Anleitung in den Widerstand gehen, die werden keinen Erfolg haben, sondern der Widerstand muss organisiert sein. Und da müssen wir genau diejenigen, die sich zu einer Führung berufen fühlen, die müssen wir prüfen. Wir müssen sie beim Wort nehmen und sagen, wie werdet ihr das machen? Ich habe immer die Frage gestellt, und wenn ihr dann die Macht hättet, wie würdet ihr denn mit der Demokratie umgehen? Würdet ihr dann ebenso wie die Mullahs sagen, wir sind jetzt an der Macht und wir werden uns rächen für all das, was uns widerfahren ist? All diese Fragen habe ich gestellt.